Maharaja Lilasana ist die spielerische Stellung des großen Königs, ein Asana, in der man manchmal Rama dargestellt findet, wie auch andere große indische Könige. Letztlich, die indischen Könige mussten stundenlang sitzen auf großen Audienzen oder auch im Rat der Minister oder haben auch Gericht gehalten. Und so konnten sie entweder majestätischer sitzen oder auch verspielter. Und so ist Maharaja Lilasana die verspielte Stellung des Maharaja. Du sitzt auf dem Boden und du gibst die linke Ferse nahe zu deinem Becken hin, also vorne Richtung Schambein. Dann setzt du den rechten Fuß auf, Fußsohle auf dem Boden und du lässt den rechten Ellbogen auf dem Knie ganz entspannen und hältst die linke Hand auf dem Knie. Das ist also eine entspannte Sitzstellung. Heutzutage sitzen Yoga-Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei Yogalehrerausbildungen oft in dieser Stellung. Wenn man nämlich langen Vorträgen zuhört, dann ist die aufgerichtete kreuzbeinige Stellung selten eine Stellung, die Menschen so lange halten können. So wechselt man ab und wenn du also in dieser Stellung bist, bist du in Maharaja Lilasana. Manchmal gibt es indische Meister, die es nicht gerne haben, wenn westliche Schüler an irgendwo eingesunken dort so sitzen und sagen, nimm eine normale Asana an, dann könntest du sagen, ich bin jetzt in Maharaja Lilasana. Bei Yoga Vidya sind wir dort relativ frei und letztlich nahezu jede Sitzhaltung kannst du als ein Asana bezeichnen. Die Encyclopedia of Traditional Asanas von Garote ist voll von allen möglichen Asanas, die Menschen einfach unwillkürlich einnehmen, wenn sie auf dem Boden längere Zeit sitzen.